Dani Büchner hat ihre Fans auf Instagram mit einem alarmierenden Update überrascht. Ihre Tochter Jada Karabas kämpft aktuell mit ernsthaften gesundheitlichen Problemen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dani hat ein Foto aus der Klinik gepostet, auf dem man Jados Arm mit einer Infusion sieht. "Wenn deine Tochter im Krankenhaus bleiben muss", schrieb Dani dazu. Am nächsten Morgen meldete sich Dani persönlich zu Wort. "Guten Morgen, Leute. Ich habe kaum geschlafen, weil es meiner Tochter nicht gut geht." Sie fügte hinzu, dass heute ein Spezialist kommen wird, um nach Jada zu sehen. Dani und ihre Familie stehen in dieser schwierigen Zeit fest zusammen. "Diego und ich bringen Jada Frühstück und Kuchen", berichtet sie. In einem weiteren Update teilt Dani ein Bild, auf dem sie und Jadas Halbbruder Diego liebevoll Jados Hand halten. Während die Untersuchung noch aussteht, kündigt Dani an, dass Jada selbst über ihren Gesundheitszustand berichten wird. Was genau sie hat, wird sie euch bald erklären. Bleibt dran für weitere Updates und gute Besserung an Jada.